nur ihr immer seid wieder. Hammer. Hallo und guten Morgen zu einem neuen Elf-Logo. Ja, wir sind beide fertig so weit. Jetzt gleich. Gefrühstückt was? Jetzt gleich kommen wir da. Die Filmer, genau. Heute ist letzter Drehtag. Ich glaube, der geht aber nicht mehr so lange. Weil eigentlich sind wir schon so gut wie fertig. Wir müssen noch ein paar so Fotos machen und so kleine Szenen. Und du? Mein Plan war, lernen zu gehen heute mal wieder, also wieder in die Bib zu gehen. Dein Plan war? Dein Plan ist immer noch, mein Plan noch, ist immer noch, ja, ja. Ah, okay. Nein, mein Plan ist immer noch in die Bib zu gehen. Ich habe nicht so viel Lust. Das hast du schon. Ich fühle euch alle da draußen, die auch lernen müssen. Scheiße. Aber irgendwie ihr wisst, bald ist es vorbei. Kann man das auf Deutsch nicht so sagen? I feel you, ja. Ich fühle euch. Was? Okay. Ich hatte aber auch gerade dieses englische Wort im Kopf und dann habe ich es versucht zu übersetzen, aber funktioniert nicht so richtig. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Uni-Bib und es ist voll krass, es hat einfach 5 Grad oder so, aber es fühlt sich schon so richtig frühlingsmäßig an, also ich habe auch voll die leichte Jacke an und nur im Pulli, also beziehungsweise Jacke ist offen. Echt krass, also wie 5 Grad sich nach so einer Kälte dann wieder richtig warm anfühlen können. Und ein kurzer Blick über Stuttgart. Bieg in Fahrtrichtung rechts. So ein wunderschöner grüner Boden hier. Fertig gedreht. Es ist jetzt erst 1 Uhr. Also heute ging wirklich richtig schnell. Sonst haben wir ja immer so bis um 5 ungefähr irgendwas gemacht. Und es ist alles wieder aufgeräumt. Die sind jetzt weg. Ich habe mir hier gerade noch die Maultaschen von vor, keine Ahnung wann, warm gemacht. Stimmt, da fällt mir gerade ein, dass die ja schon etwas älter sind. Aber die müssen eigentlich gut sein. Die waren im Kühlschrank. Denke ich doch einfach mal. Die schmecken auf jeden Fall noch. Ich muss jetzt schnell ein Video fertig schneiden, was ich noch wegschicken muss. Was heißt schnell, muss ich nicht machen, aber ich möchte das heute noch wegschicken. Und dann muss ich mein Hauptkanalvideo für morgen schneiden. Ich muss noch den Vlog schneiden, also ich werde jetzt die nächsten Stunden, glaube ich, hier verbringen. Ich muss diese Woche außerdem wieder zum Nägel machen gehen, glaube ich, ist schon wieder so weit rausgewachsen. Ich habe deswegen gedacht, man kann über Shellack drüber lackieren. Ich lackiere sie mir mal mit diesem dunklen Braunrotton. Finde ich richtig schön. Und dann kann man das so ein bisschen kaschieren. Mal gucken. Das ist immer ganz gut. Das kann man nämlich machen, während man Video schneidet, weil man schneidet ja eh so. Und nicht so auf der Tastatur. Und dann kann das währenddessen trocknen. Ich sitze da und esse und plötzlich raschelt es in der Küche. Hallo? Hallo? Das war die Post. Auf jeden Fall sitzt der einfach hier in der Altpapierkiste drin. Und ihr wisst vielleicht, dass wir die eigentlich da oben stehen haben. Sprich, er muss von dem Tisch da hochgesprungen sein, um dann in diese dumme Kiste reinzukommen. Und weil ich Angst habe, dass dieses Regal runterfällt, da sind ja eh die ganzen Flaschen drin, habe ich die Kiste jetzt mal dahin gestellt, dann kann er da in der Altpapierkiste sitzen. Du bist völlig verrückt geworden. Weil wir jetzt hier gedreht haben, bist du auf einmal voll der Kartonfan geworden. Oder wie sehe ich das? So, ich muss jetzt arbeiten gehen. Ich wünsche dir viel Spaß in der Kiste. Oh, Baby. So sehen meine Nägel jetzt aus. Man sieht da so ein bisschen unten am Nagelbett so einen Übergang, könnt ihr das sehen. Aber dafür sind sie von Weitem jetzt ordentlich. Sie sind nur ein bisschen lang, also so lang habe ich sie eigentlich nicht. Ich muss nur wieder dann irgendwie sie machen lassen. Und ich finde diese Nagellacke, diesen neuen von Essence, richtig gut. One Coat and Go. Weil die tatsächlich in einer Schicht decken. Also das ist echt nur eine Schicht auf meinen Nägeln. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich schneide gerade mein Lookbook und das macht so, so viel Spaß. Ich liebe, liebe, liebe es, solche Sachen zu schneiden, wenn man so auf Musik schneidet und so mit Slow-Mo und... Oh, das ist richtig lächerlich, aber es macht mich so richtig, richtig glücklich. Ich kann euch mal einen kleinen Sneak Peek zeigen. Ich weiß nicht genau, im besten Fall kommt das morgen online, also an dem Tag, an dem auch dieser Vlog online kommt. Also wenn ihr den Vlog seht, um 17 Uhr immer, also schon online, kommen meine Hauptkanalvideos online. Und dann ist es fertig mit
Color Grading und allem. Aber jetzt ist da noch keine Farbkorrektur, keine Stabilisierung und so. Aber ich kann euch schon mal eine ganz, ganz kleine Stelle zeigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Video ist in der Infobox. Und das Behind-the-Scenes-Video dazu habt ihr ja neulich gesehen. Das war, als ich mit Moni und mit Linda in diesem, ja, in diesem Studio-Ding da gedreht habe. Jetzt könnt ihr das Ergebnis sehen. Vloggo-Schneidetime. Der Vlog ist geschnitten. Und ich brauche was zu trinken. Weil ich finde es immer so schwierig, wenn man so am Computer sitzt, da dran zu denken. Oh. Hallo. Wer liegt immer noch in der Kiste rum? Gefällt dir das da? Oh, Baby, moi. Oh. Oh, ich liebe das, wenn er da so dann zu seiner Nase so an meinen Finger wühlt. Oh. Sieht richtig happy aus. Wo war ich stehen geblieben? Dass ich was zu trinken will. Ja, also wenn man so beschäftigt ist, dann flitzt die Zeit so vorbei. Und dann bin ich so, oh, whoops. Sitzt da jetzt schon seit 3 Stunden. Wäre gut, wenn du vielleicht auch mal wieder was trinkst, ne? Aber eigentlich habe ich schon immer dran gedacht. Einigermaßen. Ich bin wieder zurück aus der Uni. Die Bahn hatte gerade so unfassbare Verspätungen wegen irgendeinem Unfall oder keine Ahnung was am Hauptbahnhof. Und deshalb standen wir bestimmt fast eine halbe Stunde oben am Bahnsteig und es ging einfach nichts. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier und muss jetzt noch schnell das Thumbnail machen. Ich habe bloß ein großes bzw. ein riesiges Problem, dass mein PC nicht mehr angeht, weil er keinen Strom mehr hat. Und das Ladegerät ist kaputt. Hier könnt ihr richtig sehen, es ist irgendwie so abgeknickt. Und jetzt fließt da kein Strom mehr durch. Ich habe es immer so ein bisschen repariert bekommen. Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Und mein Laptop ist halt der. Jetzt mal gucken, vielleicht kriege ich es nochmal hin. Ich habe jetzt da unten so ein Teil weggeschnitten und muss jetzt das hier, ich habe nur Tesa, ich habe gar kein so ein Isolierband für Kabel und das werde ich jetzt hier so umwickeln und dann werde ich diese anderen Drähte hier wieder aneinander legen und dann nochmal umwickeln. Haha, so sieht jetzt gerade das Kabel aus, aber der PC ist angegangen und ich kann das Thumbnail machen. Wir machen jetzt Essen und zwar gibt es endlich mal wieder Süßkartoffeln. Wir haben die ewig lang jetzt gesucht, die waren irgendwie überall ausverkauft. Also die gab es nicht beim Rewe und nicht beim Aldi und jetzt haben wir sie endlich wieder beim Aldi gefunden. Ich habe das letzte Paket vorgestern oder gestern gekauft. Vorgestern und das machen wir jetzt auf dem Blech, so ein bisschen Süßkartoffelchips und dazu haben wir Lachs, der hier noch auftaut und dann machen wir noch einen Feldsalat. Mit Tomate, Mozzarella und ein bisschen Nüssen oder so. Ich habe versucht, die Süßkartoffelchips möglichst dünn zu schneiden, also möglichst in dünne Scheiben zu schneiden. Die sind jetzt alle hier schon im Ofen bei gut 200 Grad. Und ich mache es immer so ein bisschen nach Gefühl. Also ich gucke einfach immer, wenn die dann so ein bisschen braun werden und ein bisschen knusprig werden, dann ist es dann gut. Also ich stelle da jetzt nicht irgendwie die Zeit, sondern mache alles so ein bisschen nach Angucken. Und das ist der leckere Salat. Da sind Cranberries drin und Mozzarella und Tomaten und Walnüsse und Feldsalat. Und er liegt einfach wieder in dieser Box. Unfassbar. Ist so bequem, Minne, oder? Super bequem. Oh, ich bin fertig. Bleh. Ich weiß nicht, wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Da war ich, glaube ich, noch beim Lookbook drehen. Schneiden. Das habe ich geschnitten, Vlog ist hochgeladen, der ist mittlerweile auch schon online. Ich habe gerade noch Kommentare beantwortet und ich habe auch noch einen Facebook-Teaser für das Lookbook geschnitten und das auch noch hochgeladen. Und Facebook-Seitenmanager ist einfach schrecklich. Ich habe es aus Versehen sogar schon gepostet gehabt, diesen dummen Beitrag, einfach weil das so unintuitiv ist. Und ich bin Alex so dankbar, weil er gekocht hat. Oh, und deswegen können wir jetzt essen. Ich muss nämlich um 5 wieder aufstehen, weil es ja für mich wieder nach Berlin geht. Ja, ich brauche echt bald mal eine Auszeit. Ich freue mich so sehr auf die Domrep. Einfach mal dann, also klar, gut, da haben wir auch eine Woche Dreh, aber dann noch einfach ein bisschen chillen und mal nichts machen und ausschlafen und einfach keine Sorgen haben. Ich glaube, unsere Pflanze ist abgefackelt. Upsi, das nehme ich dann mal auf meine Kappe. Da brauchen wir noch eine Kerze. Oh. Schaut euch das mal an.
Na komm. Du bist der Allerbeste. Vielen, vielen Dank. Gerne. Also Alex hat auf jeden Fall sehr frech geguckt. Das ist komplett unscharf. Jetzt ist es scharf. Jetzt kannst du nochmal so gucken. So habe ich geschaut. Alex hat gerade noch zu mir gemeint, es ist wichtig, dass er kocht. Ich würde sonst völlig runterkommen. Würdest nur Fraß essen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wir waren gerade duschen und nein, wir waren nicht zusammen duschen, aber wir haben tatsächlich auch schon zusammen geduscht. Und Marie findet die Haare und dann gehen wir ins Bett, oder? Ja. Wow, mit links Haare, das ist wie so ein Körperclown. Ja, das ist schwierig. Ich bin schon fast eingeschlafen und Marie hat gerade neben mir hier Kommentare gelesen. Und ihr seid einfach so süß. Wir freuen uns so arg über diese tollen Kommentare. Ja, weißt du, ich finde das so schön, dass sich Leute die Mühe machen und dann echt so einen Kommentar da lassen und irgendwie so die richtigen und netten Worte finden und so. Und das ist einfach so cool. Ihr seid so eine coole Community. Es macht so viel Spaß. Wir können uns nur immer wieder wiederholen, aber vielen, vielen, vielen Dank. Es macht echt richtig mega viel Spaß. Und obwohl dann manchmal unser Alltag so stinkelangweilig ist, ich habe vorhin nämlich auf Instagram einen Kommentar bekommen, ja, ich finde Daily Vlogs nicht so gut. Es ist so langweilig und da passiert nichts Aufregendes. Ja, das ist halt ein normales Leben. So ist das halt in der Realität. Und deswegen ist das so cool, dass ihr das trotzdem irgendwie so feiert. Und, aber ja, ohne halt so diese so schleimig, sondern irgendwie so ehrliche und so nette Kommentare, die so richtig Inhalt haben. Und das ist einfach so cool. Ja. Ja, kann ich nur vielen unterstreichen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt schlafen. Jetzt ist auf jeden Fall dringend Schlafenszeit. Um 5. Klingt mein Wecker wieder. Ja. Meine erst um 5:15. Echt? Ja, natürlich. Warum stehen wir eigentlich, wenn ich da bin, immer um 6:30 auf und wenn du alleine bist, klingelt dein Wecker erst um 6:45? Ja, weil ich weiß nicht, ich kann die nächste Zeit immer jetzt so aufstehen. Echt? Ja, natürlich. Das wäre herrlich. Ich glaube, es lag dran, weil ich Vorlesung hatte. Ja, richtig. Ich war selber schuld. Ja, genau. So. Also dann. Wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder. Im nächsten Vloggo. Vloggo. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Falls du aus Erfahrung nein, aber ihr müsst auch mal versuchen, mit links dann mit links eure Zähne zu putzen. Das ist auch, finde ich, krass koordinativ schwer irgendwie. So.